Moin Leute! Moin! Willkommen zu Dark Souls 2, eine neue Folge am Start. Dark Souls 2, let's go! Was ist das für ein Scheiß? Da ist irgendeiner an der Tür. Lass mal gucken. Ey, wer macht denn da so einen Stress? Was ist hier los? Wir wollen hier Dark Souls 2 aufnehmen, weißt du? Hey, da steht einer vor der Tür. Nee, mach mal auf den Scheiß. Moin Leute, was geht ab? Hey, das ist Zeller, was geht? Wir wollten extra aus Aachen. Zeller, wir wollten gerade Dark Souls aufnehmen. Was, Dark Souls? Scheiß mal auf Dark Souls. WG-Fights, Junge, WG-Fights. Jawohl, WG-Fights! Ja! Yeah! Gast hier am Start, Yoshi auch am Start. Ja, uns kennt ihr. René, Tino und Lyra XS. Und Marcel, aka Lyra XS. So ist aus Aachen am Fly sein gewesen. Ah, Leute, Fly. Neues Jahr, neues, großes, dickes Turnier. Ihr wisst, WG Fights steht an. Staffel 1 war, ja, haben wir hinter uns. Staffel 2 jetzt im neuen Gast, Marcel. War fast schon langweilig ohne mich, Staffel 1. Hast schon, genau. Du hast extra an der Tür da geklingelt, kommst aus Aachen. Ja, Mann. Hat er uns überrascht, ne? Hat uns überrascht, aus dem Nichts gekommen. Genau. Ja, so ist es. Gut, wie sieht's aus? Erklärt mal ein bisschen, wie wir es vorhaben. Wir haben also uns 15 Spieler rausgesucht. Ob nun Wii, Classic Games, die Standard Games oder Xbox Spiele. Haben uns 15 rausgesucht, wo wir sagen, damit sind wir einverstanden. Aber wollen nur 9 Spiele von den 15 machen. Alles in einen kleinen Pott geworfen. Hier sieht man auch die paar Zettel, alle gleichmäßig zusammengefaltet, dass da auch kein Beschmuh, wie man so schön sagt. Genau, hier sind so die Zettel so drin. Ja. Da sind die Spiele drin. Gibt ja immer Spiele, die Leute lieber spielen oder weniger lieber. Richtig. Deswegen ist alles zufallsbasiert. Aber auch bei dem Pott haben wir uns dafür entschieden, Spiele zu nehmen, die wir vielleicht noch gar nicht so häufig gespielt haben. So sieht's aus, richtig. Also die klaren Fakten jetzt, wir spielen insgesamt 9 Spiele. Richtig. Und Marcel wird jetzt das allererste Spiel ziehen, da er hier der Gast ist bei den WG Boys. Und dann legen wir damit los. Und dann spielen wir das gleich wieder. Genau. Alle anderen Regeln werdet ihr dann mal jeweils bei dem Spiel sehen. Wir haben noch was Neues eingefügt. Für Staffel. Jeder hat jetzt, Hier so einen Joker. Ich hoffe, das sieht man ja auch auf der Kamera. Ja, Joker. Okay. Jeder hat so einen Joker. Ich gebe euch die schon mal. Danke, ne? Joker kann man einsetzen. Marcel, erklär nochmal. Wie war das? Ja, wir haben das so gelöst. Wir haben 9 Spiele. Erstmal dazu, dass der Gewinner bekommt immer 3 Punkte. Der als an zweiter Stelle steht, bekommt 2 Punkte und der Verlierer nur 1 Punkt. Aber wer einen Joker vor einem Spiel einlöst und sagt, bei diesem Spiel möchte ich meinen Joker benutzen, bekommt 4 Punkte bzw. 1 extra Punkt, wenn er das Spiel auch gewinnt. Wenn er das Spiel nicht gewinnt, bekommt er sogar einen Minuspunkt abgezogen. Und wenn er zweiter wird, bleibt alles beim Alten, dann bekommt er ganz normal plus minus 0. Das heißt, beim ersten Platz 4 Punkte, beim zweiten 2 und beim letzten 0. Ja. Genau, also diesen Joker kann jeder nur einmal einsetzen. Genau. Alles klar, machen wir so. Ja, wenn er eingesetzt wird, zerreißen wir den ja so. Dann würde ich mal sagen, ich lege mal los. Und bevor wir hier direkt loslegen, wollte man einmal noch mal ganz kurz sagen, was ist überhaupt die Bestrafung? Es muss ja auch ein bisschen Anreiz hier geben. Die Bestrafung, genau. Hier nicht, nicht zu versagen komplett, ja. So sieht's aus. Wir haben uns da ein schönes, leckeres Gourmet-Menü ausgesucht. Ja. Das muss man sich immer dabei denken. Und zwar haben wir eine schöne, weiß nicht, von Schäber, ist auch egal, eine Katzenfutterschale. Das wird so eine kleine Katzenfutterdose sein, so eine ganz kleine flache, die man ausschlecken muss. Aber der Verlierer darf sich die selber aussuchen, wenigstens. Das ist okay, ne? Gut. Den Geschmack meinst du? Ja, genau. Die Geschmacksrichtung Thunfisch oder keine Ahnung. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Und als kleines i-Tüpfelchen, damit das Ganze nicht so fleischig wird, auch ein bisschen Obst für die Gangs und so, das ist ja wichtig. Ne, wollen wir da noch die Banane einfügen, aber nicht die Banane ohne Schale, sondern mit Schale, schön knusprig und grün. Genau. Ne, so sieht's aus. Dann ist das schon mal die Bestrafung für den letzten Platz. Genau. Und wir brauchen ja noch einen Anreiz, dass der Erste auch noch mal ein bisschen gewinnen will, nicht dass die ersten beiden sich dann zurücklegen, weil der Verlierer schon feststeht. Und was hatten wir uns da überlegt? Der erste Platz kriegt einen Kinogutschein, einen Wert von 10 Euro. Ja, Mann. Haben oder nicht haben? 10 Euro und Kinogutschein ist eine feine Sache, finde ich. Der zweite Platz ist fein raus. Der kriegt nichts und der verliert auch nichts und muss nichts irgendwie fressen. Ja. So sieht's aus. Also, würde ich sagen, let's go!